Das Seat Autohaus Brochno in Lavalde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Am vergangenen Wochenende ging es für das Oberlausitzer Racing-Team Bundesmann zum vierten Lauf der deutschen Meisterschaft ins bayerische Brachstadt. Auf dem dortigen Kesseltalring sollten Wetterkapriolen für ein außergewöhnliches Rennwochenende sorgen, doch der Reihe nach. Bereits ab Freitagabend gab es einige Regenschauer und so entschied sich Bundesmann, das freie Training auszulassen und erst im Zeittraining ins Geschehen einzugreifen. Nach einem Kupplungsdefekt beim zweiten Zeittraining fiel der erste Vorlauf für ihn aus, da der Schaden nicht so schnell repariert werden konnte. So musste Bundesmann am Rennsonntag von der letzten Position aus starten. Über Nacht hatte es weiter kräftig geregnet, die Rennstrecke im Kesseltal mit ihrem lehmigen Boden war rutschig wie Schmierseife. Henrik Bundesmann konnte trotzdem im zweiten Vorlauf bis auf Platz 2 vorfahren. Eine verbogene Lenkung konnte das Team schnell wieder instand setzen. Und so holte sich Henrik auch im dritten Vorlauf den zweiten Platz. Gegen Mittag, es regnete bis dahin fast ununterbrochen, überlegte die Rennleitung kurz, die komplette Veranstaltung abzubrechen. Schließlich wurde der Finallauf aber doch gestartet. Bundesmann stand auf der hangabfallenden linken Seite des Rennparcours und hatte somit kurz nach dem Start eine riesige Schlamm- und Wasserlache vor sich. Sein Motorraum wurde daraufhin komplett unterspült. Der Gaszug wurde derart verschmutzt, dass der Oberlausitzer aufgeben musste und nur als Sechster gewertet wurde. Im Gesamtklassement rutscht Bundesmann auf Rang 3 ab, aber schon am kommenden Wochenende will Henrik beim Heimrennen auf den Matschenberg in Kuhnewalle wieder durchstarten. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom Seat Autohaus Brochno in Lavalde.